Hallöchen, meine lieben Freunde, ich bin's noch wieder. Und da es so letzte Mal gut geklappt hat mit der Mod-Vorstellung, habe ich gedacht, mache ich noch eine. Diesmal mit so einem Decorative-Mod. Er fügt halt, na, wer rät's? Ja, Deko in Minecraft ein. Da habe ich schon wieder einiges vorbereitet, denn dieser Mod ist wirklich ziemlich umfangreich. Er hat sehr viele Items zu bieten. Unter anderem hier verschiedenfarbige Teppiche, ganz neue Steine. Dann haben wir hier Glas, das ist alles farbiges Glas. Dann haben wir hier noch, haben wir hier noch verschiedenfarbige Tische, Stühle, Barkstripper, was das ist, das werde ich euch noch erklären. Farbige Wooden Planks und dann haben wir noch solche Art, ja, Lagerfeuer, sage ich einfach mal. Und Glowstone Torches. Ja, und wie man die macht und wie es nachher aussieht, das werde ich euch alles noch zeigen. Zuerst zeige ich euch mal die Crafting-Rezepte. Und da stehen eine Menge Boxen für rum. So, also wir gucken jetzt mal in den Ofen. Man kann Sandstone brennen und bekommt dann halt diesen Smooth Sandstone raus. Der sieht halt ein bisschen aus wie Sand, aber er hält halt auch in der Luft. Dementsprechend lässt er sich halt auch abbauen. Das ist jetzt echt eine doofe Idee. Dann mache ich mal kurz den Creative Mode an. Und hol mir mal kurz eine Dierspitzhacke. Ja, wo haben wir? Ja, wo haben wir? Ja, das will ich haben und das will ich haben. Und dann will ich gar nichts mehr haben. So. Das kommt weg und das Fenster auch. So, dann haben wir hier Gravel, den man brennen kann. Das sieht wirklich echt cool aus. Das ist halt so ein bisschen, ja, Standard-Steintextur, aber ein bisschen abgerundeter. Dann haben wir hier noch Glowstone, den man zu Heath Glowstone das machen kann. Was man damit machen kann, erkläre ich euch auch noch. Und man kann Glas zu purem Glas brennen. Das heißt, man hat nicht diese doofen Dinger mehr hier im Weg rumfliegen. Diese kleinen Details da im Glas und hat dann einfach einen stumpfen Glasblock, durch den man durchgucken kann. So. Ja, so, dann geht's mal los hier mit den Crafting-Rezepten. Ja, also das hier ist ein Tisch, den macht man einfach aus 4 Sticks und der Platte, die man drauf haben will. Das geht wirklich mit Diamant, das geht mit Gold. Das ist richtig schön. Und mit diesem puren Glas, das geht wirklich nur mit dem gebrannten puren Glas, kann man sich dann auch alle, mit allen möglichen Dines, alle möglichen Farben machen. So sieht das dann auch aus. Das sieht wirklich so ein bisschen eistexturmäßig aus. Also mir gefällt's. Und dann kann man hier noch, den müsst ihr euch kurz wegdenken, wenn man so macht, kriegt man einen Stuhl. Und wenn man so macht, kriegt man einen Stuhl mit Lehne. Ist halt Geschmackssache. Ich finde beide sehr hübsch. Und in die Stühle kann man sich auch richtig reinsetzen, was ich richtig gut finde. Ja, dann kann man sich Teppiche machen. Das ist für mich persönlich richtig cool, weil dann muss man nicht, wenn man einen Teppich haben will, den ganzen Boden durch Wolle ersetzen. Und dann sieht man ja im Untergeschoss darunter, dass da oben Wolle ist. Und deswegen sind diese Teppichdinger eine wirklich sehr gute Sache. Zeige ich euch einfach mal. Die haben wirklich so eine ganz kleine Hebung, aber wenn man drüber geht, merkt man diese Erhebung nicht. So, das baue ich mal wieder ab. Pack's mal wieder zurück in die Kiste. Ja, außerdem kann man sich jetzt Glowstone Torches machen. Wenn man die mit normalem Glowstone macht, kriegt man eine raus. Und wenn man die vorher brennt, mit diesem Hilf Glowstone Dust, bekommt man vier raus. Die haben eine wesentlich höhere Reichweite, also lichtmäßig gesehen, als normale Fackeln. Das werde ich euch auch noch zeigen. Außerdem kann man sich hier mit 8 Holz und einem Inkstack kann man sich Fancy Wood machen. Natürlich gibt es da 8 Stück von. Ich habe jetzt leider nur einen hier reingepackt. Das gleiche geht mit Cobble. Das gleiche geht mit Cleanstone. Das ist eine schöne neue Textur, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Die baue ich aber mal wieder ab. So, zack. Also mit diesem Mod sind euch im Standard-Textbook wirklich gar keine Wünsche mehr offen. Dann kann man sich hier diesen Bart-Stripper machen. Was der macht, erkläre ich euch. Damit kann man nämlich farbige Locks machen.
Es geht hiermit, weil wenn ihr diese Loks verarbeitet, bekommt ihr nur normale Loks raus. Und wenn ihr die dann mit Hilfe von Redstone mit diesen Darp-Strippern, oder ich habe den Namen vergessen, ich habe nur Stripper im Kopf. Wenn ihr diese Stripper, wenn ihr da Holz drauf macht, dann gibt es da farbige Loks raus. So. Und ich finde persönlich dieses Weiß- und Braunholz richtig gut. Gefällt mir wirklich super. Und zu guter Letzt gibt es noch eine Sache. Man kann nämlich die Stone Slabs aufeinander craften und diese Double Stone Slabs machen. Das ist zum Beispiel gut, wenn man jetzt zum Beispiel Mauern mit diesen Steps machen möchte. Da muss man nicht immer zweimal drauf bauen. Diese Blöcke, die gab es schon vorher, aber halt nur, wenn man too many Items hatte. Und ja, dann zeige ich euch nochmal, wie die ganzen Items so aussehen. Zur Installation, das kann ich auf dem Langweg ja mal sagen. Ihr installiert euch das Minecraft Forge zuerst. Einfach alles in die Minecraft Jar ziehen. Dann den Mod Loader in die Minecraft Jar ziehen. Und den Mod selber in die Minecraft Jar ziehen. Und das war's schon. Ihr müsst kein umständliches Umpacken oder irgendwas machen. Den Link gibt es natürlich in der Beschreibung. Und natürlich den Meta-Info-Ordner löschen nicht vergessen. So sieht das halt aus. Hier haben wir jetzt zum Beispiel farbiges Eis. Da haben wir noch leichte Glastextur drin. Also, ihr wisst schon, was ich meine von dem normalen Glas. Da oben haben wir das pure Glas. Hier haben wir dann schön mit den Teppichen. Gefällt mir wirklich. Und ja, rechtsklicken und man sitzt auf diesen Stühlen. Das ist, ich finde es persönlich irgendwie eine echt lustige Sache, wenn man hier jetzt zum Beispiel so eine Talkshow oder so machen will, so aus Fun. Da werde ich bestimmt auch nochmal was machen. Das wird bestimmt, ja, mal gucken. Das wird cool. So, und raus einfach mit Rechtsklick. Das geht so gar nicht. So, Rechtsklick und gleichzeitig springen. Also wenn ihr nur Rechtsklick macht, geht es natürlich auch. Ich springe dann immer so. Es geht gleich geht mit Lehm. Man kann die auch, wenn man die anvisiert hat, einfach so rein switchen. Da kann man sich auch ein richtig schönes Kino von bauen. Ja, hier haben wir dann diese Lagerfeuer. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich weiß nicht, wie man die craftet. Tut mir leid. In der Anleitung wird angegeben, einfach Half Steps und Kohle. Aber ich habe die Half Steps so angeordnet und ich habe es einfach nicht hingekriegt. Was ich sehr doof finde. Hier haben wir halt die farbigen Loks. Kann man sich wirklich schöne Sachen von machen. Und hier haben wir die Tische. Wenn man die zum Beispiel mit einer Wand verbindet, dann connecten sie mit der Wand. Das finde ich sehr schön. Wenn man jetzt zwei hintereinander macht, verlängern sie sich. Und hier wirklich hier Übereck, wirklich sehr intelligente Tische, sage ich mal. Da kann man sich jetzt eine Theke rausbasteln. So sehen die Heizen aus. Und man kann die nicht stapeln. Das geht gar nicht, weil sie brauchen immer einen Blockuntergrund. Und wenn ihr wegmacht. Na egal. Auf jeden Fall, da es hier Steintische sind, sind die etwas schwerer abzubauen. Sie haben halt Steineigenschaften. So. Aber ich will euch jetzt nicht stumpf hier diese ganzen Items vorhalten. Ich will jetzt nur noch mal zeigen, wie es in einem richtigen Haus aussieht. Bis sie jetzt gleich. So, Lalü, da bin ich auch schon wieder und habe hier so ein bisschen rumgebastelt. Hier haben wir zum Beispiel diesen gebrannten Gravel, der wirklich dann wie Asphalt aussieht. Hier haben wir mein Haus. Ich habe mich hier so ein bisschen ausgelebt mit diesem braunen Holz hier. Mir wird persönlich noch die Option fehlen, halt mit braunem Holz auch Treppen und Slabs zu machen und auch mit dem gebrannten Glas dann, dass man daraus auch Scheiben machen könnte. Aber naja, also alles habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe auch keine zwei Stöcke. Ich habe einfach nur so zwei Geschosse. Hier habe ich mit Wolle halt so ein bisschen so Bodenfliesen gemacht. Dieses amerikanische Standard-Bodenfliesen-Design, das finde ich sehr schön. Hier so eine kleine Essecke, wo man dann halt mit Mom und Dad und allem so sitzen kann. Ach, das sieht so süß aus hier so. Das sieht aus wie in so einem kleinen Kinderstuhl. Und ich hoffe, ich komme raus. So. Ja, hier alles mit den Glowstone-Fackeln. Kleiner Träger hier. Ach, Träger, Kronleuchter. Aber was ich besonders idyllisch finde, ist hier bei diesem hohen Gras, im Sonnenschein, hier sich schön an diesem kleinen Tisch, an dieser kleinen Essecke hier zu begnügen. Während der Vater hier in einem Schnitzel oder eine Suppe brät. Das kann man zum Beispiel als Feuerstelle nehmen. Könnte man natürlich auch mit Netherrack ein Feuer machen. Ich habe das jetzt nur provisorisch gemacht. Und der Zaun ist hier eigentlich nur, damit der nicht mit dem Bein connectet. Damit es ein bisschen wie eine Aufhängung aussieht. Man kann auch natürlich daraus eine offene Feuerstelle machen. Und sich dann hier mit dem Stock oder so Marshmallows machen.
Tja, ich hab, das hier ist jetzt nur ein Beispiel aus. Sieht von außen hier, der Erker sieht total doof aus. Aber ich hoffe, ich konnte euch dann so ein bisschen näher bringen, was man so alles machen kann, auch wenn es jetzt nicht viel ist, was ich hier untergebracht habe. Zum Beispiel farbigen Gläser habe ich zum Beispiel vergessen. Und nun ja, ich hoffe, diese kleine Mod-Review hat euch gefallen. Ich würde dann einfach spontan, standardmäßig sagen, bis zum nächsten Mal.